Was geht ab, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4. Wieso kann ich nicht nachladen? Habe ich echt keinen Schuss mehr? Ich habe echt keinen Schuss mehr? Habe ich das so verschwendet? Ja, stimmt, für die Gegner im letzten Part. Stimmt. Das stimmt. Da war ja was, ne? Wir haben auf jeden Fall wieder unser Lieblingsschreihals Ashley dabei. Naja, das wird wieder sehr, sehr ruhig. Ja. Das wird wieder sehr, sehr angenehm, wollte ich damit eigentlich sagen. Nee, eigentlich im Gegenteil, ja. Natürlich nutze ich das Speichern aus. Wir sind jetzt im dritten Kapitel. Also 4-1. Spielzeit 6 Stunden, ne? Und das geht ja noch lange. Er hatte 6 Kapitel und da wahrscheinlich auch wieder so 3 Subkapitel. Obwohl, in 3 waren es sogar 4. Weiß jetzt nicht, ob das jetzt sich hier auch in die anderen Kapitel reinzieht oder ob das jetzt einfach nur im dritten Kapitel war. Weil das war ja das Ashley-Segment. Aufsteigen. Okay, warte mal. Erstmal will ich mal hier gucken, ob hier noch was ist. Okay. What the hell? Okay. Ja. Romantisch. Ne, wo sind wir jetzt? Warte mal. Ach, da müssen wir sogar hin. Ach, ist ja geil. Aber die ist verschlossen. Ah, jetzt ist er offen. Ja, hier müssen wir hin. Ja, sorry, ihr könnt nichts überspringen. Also dauert das jetzt auch nicht so lange. Was heißt eigentlich dieses Runde 1? Ah, vielleicht weil ich da zum ersten Mal weil ich zum ersten Mal hier gerade spiele. Ja, der Beweis, ich habe das Spiel nicht schon mal gespielt. Warum auch noch immer darauf kommt. Ich hatte doch den Ziegenkopf. Nicht vollständig, ja. Warte mal kurz, ich habe aber nur das hier noch. Mir fehlt eins. Was? Okay, der müsste dann aber hier noch irgendwo sein. Weil ich kann nicht vorstellen, dass ich da jetzt noch was übersehen habe. Oder warte, waren wir bei dem... Doch, bei dem Bereich waren wir doch schon mal. Oh, ich muss jetzt hier wirklich rumgucken, oder was? Oh. Alter, ich weiß ja gar nicht, wo das sein. Alter, warum ist die Map denn so groß? What the fuck? Ja, wahrscheinlich, ja, sogar sehr wahrscheinlich. Da, wo wir könnten wir ja auch irgendwo mitfahren. Da müssen wir, da ist es wahrscheinlich, ne? Ja, sehr wahrscheinlich. Deswegen gehen wir da jetzt nochmal hin. Okay, das kann ich leider nicht skippen. Oh, da hätte ich auch nicht gewartet. Ja, egal, da kommen wir wieder zurück. Weil da waren wir halt echt noch nicht. Weil ich halt dachte, ja, da geht bestimmt eh nicht lang, aber doch wahrscheinlich. Sonst könnten wir da nicht aufsteigen. Außer so ein altes Schloss braucht Strom, aber das glaube ich ja nicht. Ja, weil es fehlt ja noch ein Teil. Oh, aber da dachte ich echt, ich hätte alle. Aber ja, fehlt halt alle guten Dinge sind 3, deswegen gibt es 3 Teile. Wait here. Ist nicht so. Ja, die wird doch locker gleich in den ersten 5 Sekunden gekidnappt. Außer ihre Leben werden und gar nicht angezeigt. Ihre Leben werden angezeigt. Die wird gleich gekidnappt. What? So kann ich nicht mit. Ja, okay, doch besser so. Und da ist es wahrscheinlich drinne. So 100% ist es da drin. Ach du Scheiße. Warum gibt's hier Lava? Oh nein, wieso gibt's dich? Warte mal, was? Ey, das kommt jetzt aber nicht hierher. Hallo? Ja, hallo! Ist ja mega unfair. Läuft das, kommt das da die ganzen Weg hierher, Alter? Oh nö.
Nein, ich hätte gerade reinspringen können. Oh mein Gott, bin ich scheiße. Ich bin so gut. Ey, komm. Rüber. Hallo. Danke. Komm schon. Ah! Hallo. Ich spam hier Viereck wie, als würde ich gleich verrecken, aber es passiert nichts. Ja, nein. Oh, jetzt brenne ich und deswegen. Oh, ja, fick dich da oben. Pack mal deinen scheiß Drache. Ey, ich raste hier noch aus. Ich spam hier gerade Viereck, als würde ich sterben und das macht er gar nicht. Leck mich am Arsch. Die ganze Zeit zündet er mich dann an, wenn ich darauf springen will. Und ich habe gar keine Eil-Items. Ich will, ja, danke auch. Ich wusste nicht, dass der hier auf einmal Skyrim macht. Ja, ich bin tot. So gut wie. Hier gibt es gar nichts, was mich, was, wo ich habe, mit dem ich mich heilen kann. Ja, da kommt noch mal so einer. Ja. Was? Wie soll ich da hin? Ach, da sind auch noch welche, ja. Ja, wusste ich. War ja klar, gell? Dass da auch noch welche sind. Was soll ich da bitte machen, Spiel? Was hat das Spiel jetzt da erwartet? Jetzt mal ehrlich, was hat das Spiel da erwartet? Moment, wie kann ich da überhaupt hin? Warte, hier dann hinspringen? Und da wäre vielleicht noch was. Aber das sind auch noch verdammte Gegner. Warte, hier kann ich ja gar nichts mehr machen. Ich kann den ja nicht mal töten oder so. Das wird mir auch schon nicht mehr erlaubt. Nee. Oh nein, nicht wieder der Skyrim-Drache. Dankeschön! Leon, ja, ich wollte da nicht rüber. Nö. Wieso wollte ich das auch? Hier verbrenne ich mir ja nur meinen Arsch. Aber ja, mach was du willst, ganz ehrlich, du bist der Charakter. Oh, und jetzt verpasse ich das immer, weil er zu blöd für alles ist. Leck mich! Oh mein Gott! Ja, das überlebt er natürlich. Macht auch Sinn. Aber was ich hier machen soll, ist halt absolut fragwürdig. Ja! Hinter mir ist auch noch natürlich einer. Kann ich den nicht irgendwie wegsnipen? Fick dich. Ja, danke schön! Warte mal, da ist noch was. Leck mich doch mal am Arsch! Für was gibt es diesen Ort? Ja, und ich verfehle auch noch. Wieder lebt noch! Ja, guten Tag. Gib mir scheiß Grau keine Munition. Was soll ich da eigentlich machen? Oh ja, da kommt noch einer. Ja, ist geil. Das ist eine geile Stelle. Ja, der springt auch direkt vor mich. Das ist ja auch so vor Herz zu sehen. Gib mir Kraut. Danke. Münzen. Du willst Kraut? Ja, ich gebe dir Münzen. Die helfen dir bestimmt. Damit überlebst du bestimmt. Ne? Oh, ja, ich sehe, was ich machen muss. Wie bitte? Was? Hä, wie soll ich denn dann das machen? Ja, ich kann ja da offensichtlich nicht draufklettern.
offensichtlich auf dem Bett. Hey, macht ja gar keinen Sinn. Macht einfach gar keinen Sinn. Ich muss kurz nachgucken, wie man das macht. Okay, ziemlich seltsam das Ganze hier. Dankeschön! Was soll denn das? Was will denn der? Nee, das ist so unfair. Das ist so unfair. Weißt du, dann will man den einen verarschen, damit man ihn abknallen kann und dann kommt der andere. Die, warum sind da drei? Was? Was soll denn das? Als wäre das doch nicht tödlich genug. Ja, warum habe ich meine Shotgun? Ah, der muss ja natürlich noch triggern, ja. Okay, der Arschloch ist. Das Arschloch ist tot. Ja! Kiste. Okay, ich bekomme auch unter Kisten. Okay, das macht ganz sehr viel einfacher, wenn man. Ich dachte nicht mal, dass da welche draufstehen. Ich dachte mir so, ja. Okay, das ist vielleicht. Okay. Ja, ich dachte halt, das wäre halt einfach nur so ein Mechanismus, der das halt macht. Aber so macht, so ist es ja viel einfacher, lol. Da braucht man hier auch keine Angst haben, wenn Leon irgendwie einen Sprung nicht machen will. Obwohl man noch so sehr auf die Create-Taste drauf drückt, wie jetzt gerade eben. Aber das hat immerhin geklappt. Und dann kann man den auch easy antäuschen. Und gut. Und wenn man es zum ersten Mal spielt, weiß man das, glaube ich nicht. Außer man ist schlau. Oder man hat einfach ein besseres Gedächtnis als ich. Weil ich auch nicht kein Face-Ausstieg. Ich schieße sogar noch mal drauf. Um sicher zu gehen, und dann steht er doch wieder auf. Mhm. Spitzig. Aber das Blöde ist jetzt halt, der ist geradeaus. Den kann ich also so gut gar nicht treffen. Deswegen muss ich den, glaube ich. Muss ich den antäuschen? Oh mein Gott! Komm runter! Den muss ich den von der einen Seite, glaube ich, antäuschen, dann draufballern und das hoffen, dass das überhaupt was bringt. Ja, so gut wie ich zielen kann. Hallo, ist doch gut! Scheiß Feuer, Mann. Warum gibt's Feuer? Ja. Fick dich auf. Jetzt kommt der vierte Teil, ist doch echt schwer. Junge, ich hab verstanden, dass du nervig, dass du nicht nerven willst. Oh Mann, jetzt habe ich meinen ganzen Schuss aufgebraucht. Und dann, weißt du, jetzt bekomme ich Kraut mit vollem Leben. Ich sehe den ja nicht mal. Nein! Du bist so ein Hurensohn! Ja, wie schnell der sich dreht, Alter. Wie soll ich den da überhaupt treffen? Ja, und da, wo er... Was machst du eigentlich? Leon, was ist denn mit dir? Ja. Sick. Vor allem wäre der wenigstens die ganze Zeit da. Der ist ja nur irgendwie hier vorne spawnt. Wenn ich jetzt irgendwie weglaufen will, dann ist der nicht mehr da. Ja, genau, ich wollte es auch gar nicht aussammeln oder so. Guck dann. Oh nee, der ist immer noch da. Aber ich kann ihn halt leider echt nicht treffen. Weil der halt echt nicht anguckt, der Bastard. Guck dir diesen hässlichen Drachen an, Alter. Was für ein hässlicher Bastard. Oh, der verfolgt mich einfach, der ist voll der Stalker. Könnte ich ja wenigstens hochkommen hier. Könnte ich ja wenigstens Highground, aber das lassen sie natürlich nicht zu kommen. Könnte direkt speien, also richtig am Ausrasten. Ja. Wie? Ich bin hinter der Wand! Aber ja, komm, er drückt mich hinter der Wand, das weiß doch jedes Kind, ne? Ey, das Kind, das Resident Evil 4 gespielt hat. Also, ich glaube, gar keins.
Uhr. Hat da ein Like. Ja! Silber mit der Sniper funktioniert ja noch besser. Dann ziehe ich zu dem hin und das erste, was du siehst, ist der, der dich anguckt und anspeit. Ja! Oh mein Gott! Alter, ist das hart. Was geht jetzt ab? Achso, ich dachte gerade, jetzt steigt die Lava oder so, als wenn wir hier in Mario. Mario so, wo dann die Lava steigt und du schnell irgendwo hochspringen musst. Hier haben wir das letzte Teil. Wenn ich jetzt lebendig zurückkomme, dann kann ich abspeichern. Leute, das passiert eh nicht. Ich werde eh gleich sterben. Irgendwas passiert jetzt gleich, was mich easy mit einem Hit umbringt oder so. Wahrscheinlich so ein Kettensägen-Dude. Und dann bin ich RIP. Aber vor allem, es dauert auch voll lange. Das ist ja gar nicht möglich, wenn du da gar keinen davon anschießt. Also wie ich es probiert habe. Junge, wenn du da einmal auf den einen fokussieren willst, kommen einfach die anderen zwei und speien dich vor. Danke! So. Jetzt los, einfach hier raus. Schleifen wir hier raus. Danke. Da ist die Ashley. Die wurde tatsächlich nicht gekidnappt. Das ist ziemlich frag. Ach, vielleicht weil es ein Safe Room ist. Ashley, wenn du eine Schreibmaschine siehst, dann bist du sicher. Da will sie gleich erschießen. Nein, Spaß. Aber Alter. Ich glaube, jeder von uns hat auch versehen oder mit Absicht mal Ashley erschossen. Weil das vor allem auch noch geht. Das ist voll lustig. Also es ist eigentlich nicht lustig, weil du dann Game Over gehst. Also mach das lieber, nachdem du gespeichert hast. Weil sonst, oder nachdem halt den letzten Save Point mit diesen Türen oder so. Weil sonst musst du wieder alles, oder zumindest halt der beim letzten Speicherpunkt einfach wieder von neu machen. Das ist absolut. Stell dir mal vor, ihr macht so No Save Speedrun. Oder halt No Save Game oder so. Und auf einmal schießt ihr einfach Ashley und müsst einfach das ganze Spiel normal machen. Ist halt echt so. Wenn du dich abspeicherst, dann musst du natürlich das abonnieren, musst glaube ich nicht, ne? Ja, aber das war. Ja, stimmt, weil es automatisch. Beim ersten Resident Evil hättest du das machen müssen. Obwohl, ich weiß gar nicht, wie es da mit dem Speichern ist. Gibt es da auch irgendwas, wo du dann abspeichern kann? Also wo du es dann automatisch abspeichern oder musst du da unbedingt abspeichern? Ich glaube, du musst da eigentlich abspeichern mit so einer Schreibmaschine. Also muss man auch so, aber halt, das hier gibt halt automatisch speichern und bei 2 und 3 Remakes auch. Weiß jetzt nicht, ob es bei den Originalen auch so war. Und jetzt können wir hier endlich mal lang. Open Sesame. Oh Gott, wo sind wir jetzt? Auf jeden Fall. Oh, das sieht ja richtig cool aus, diese Schlösser. Es gibt mehrere Schlösser. Sag ich es aber nicht, ich muss in jede einzelne rein. Oder bin ich jetzt schon in der nächsten? Bin einfach so draußen rumgefahren. Juhu, schießt uns bitte nicht an. Also, wo sind wir jetzt eigentlich? Wo ist denn eigentlich der Punkt? Oh, wir müssen da nach ganz oben. Okay, hier gibt es einen Safe Room und einen Händler. Und mit dem Händler bin ich schon mal echt zufrieden. Okay. Blind alles jetzt hier. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Safe Room. Und wenn ich mich nicht täusche, müsst. Nee, warte mal. Ich lauf gerade falsch, ne? Also wenn ich zum Safe Room will, muss ich. Ich warte, was? Warte mal. Ich bin schon da? Ich bin schon da. Ich muss nur noch durch die Tür. Alles klar. Zum Glück habe ich auf die Karte geguckt. Weil das König Krat habe ich vorher nicht mitgenommen, aber das wollte er auch irgendwie nicht nehmen. Ich habe da auf Nehmen gedrückt und dann ist es direkt irgendwie auf Nein geswitcht. Ich habe gar nichts gedrückt, by the way. Aber naja, ist halt so. Aber das Problem ist, wir haben jetzt auch wieder Ashley und die braucht auch Leben. Welcome. Guck dich die Kamera so an, also du verstörst das Publikum. Oh mein Gott, habe ich viel. Warte mal, aber ich will noch hier die ganze Scheiße hier verkaufen, die man nicht braucht. Is that old? Thank you. Is that old? Thank you. Der Edelstein. Is that old? Thank you. Is that old? Thank you. Spielen. Hm.
What are you buying? 50.000 habe ich. Ja. Aktenkoffer XL. Der größte erhältliche Koffer. Das haben wir leider nicht genug. Aber wir haben auf jeden Fall noch genug, um hier. Is that all? Haben wir, können wir zwei kaufen? Machen wir auch. Is that all? So. Zielfernrohr, Minenwerfer. Und wir können uns auch mal was tun hier. Pistole, Feuerkraft, Feuergeschwindigkeit, Ladegeschwindigkeit, Kapazität. Ich würde sagen, wir machen Feuerkraft. Und. Ja, warte mal, Red 9. Ah, da habe ich eh keinen Schuss für, brauche ich gar nicht. Brauche ich gar nicht. Ich habe mega Lantern. Minenwerfer, TMP, TMP vielleicht noch auf. Is that all, stranger? Kapazität. Jetzt habe ich einfach gar kein Geld mehr, so 100 einfach nur noch. Heilige Scheiße. Wie schnell das Geld weggeht, ne? Das ist wie im Real Life. Wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Hier müssen wir nicht lang, deswegen gehen wir mal hier lang. Denn ich will nämlich hier noch alles nachgucken. Und ich bereue es jetzt schon. Dieser Raum. Was? Warte mal kurz. Muss man sich hier auf einzelne. Wait. Was? Ah! Die bewegen sich doch locker. Wir haben ja im letzten Part so Ritter gesehen, die einen attackieren, und das ist locker hier auch so dann. Ich wollte sogar hier kurz aus dem Raum verschwinden, weil ich mir dachte, vielleicht kennt ihr diese Mannequins, die sich einfach bewegen, wenn man wegguckt. Ich dachte, sowas wert ist irgendwie. Halt, wenn man wegguckt, bewegen die sich einfach. Das wäre richtig scary gewesen. Aber das wäre halt so Resident Evil gewesen. Wo müssen. Warte mal, welche Tür? Die Tür war, glaube ich. Wir gehen hier lang. Follow me. Oh, das war ein Fehler, oder? Oh. I think you've lived long enough. Let's see if you can survive this time. Was? Oh nein. Als ob. Als ob. Leute, die Tür scheint doch gar noch offen, oder? Ja. Aha. Was muss ich machen? Spiel! Ganz ehrlich, das sieht man ja null. Also ich hab's jetzt gesehen, weil es geleuchtet, aber das sieht man ja null. Also hätten sie auch Hinweise geben können, irgendwie schießt die roten Lichter oder ich guck nach oben. Und dann weißt du, ja. Und ich bin. Und what the fuck? Was soll denn das? Wie viel kommen denn jetzt? Warte, muss ich die jetzt anschießen oder. Warte, ich guck mich erstmal rum. Ich glaube, ich muss die anschießen. Ah, nee, warte mal. Ich glaube, von der Seite wäre es, glaube ich, erst. Warte, wohin geht's jetzt hier? Oh, das ist eine verschlossene Tür. Nein! Ja, toll! Weißt du, das sieht man auch kaum. So, ja, musst du noch anschießen. Fick dich! Wo bin ich jetzt? Ich muss den ganzen Rumpf nochmal machen. Ah, nee, muss ich nicht. Wait. Aber warte mal kurz. Hä? Die stehen an der Ampel. Oh. Nee, jetzt warte mal kurz. Jetzt würde ich erstmal nachgucken, wie das geht. Weil das.
da will ich jetzt nicht nochmal drauf gehen, deswegen. Muss ich die an, weil da ging es eigentlich schon noch weiter, ne? Also halt da, wo ich gerade halt war. Oder am besten wäre es natürlich, ich ignoriere es einfach. Soll ich das einfach ignorieren? Nee. Ja. Hallo. So. Jetzt gucke ich mich da halt nochmal rum. Ich meine, das ist ja nicht wirklich schwer. Das sieht man eigentlich, wenn man nach, wenn man sich rumguckt, sieht man das eigentlich instant. Aber das da unten, das ist ja mal mega lächerlich. Und jetzt schnell, 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 schnell. Schlag's auf, je- Leon! Was? Hä? Was geht denn jetzt hier ab? Bin ich. Hä? Wieso kann ich da raus? Was? Was? Man denkt so, ja, da kannst du lang. Oder da musst du lang. Und dann geht es einfach nur zurück. Ich muss mich beeilen, oder? Ich muss mich beeilen. Warte mal. Muss ich da jetzt den ganzen Weg dann wieder laufen? Nee, das kann doch nicht sein. Hä? Nee, warte mal. Hä? Ich check halt gar nichts mehr. Was ist denn das? Das ist ja mega scheiße. Einfach gar keine Erklärungen so. Und vor allem, wie kommen da denn? Ich check halt echt gar nichts mehr. Nee, das ist absolut komisch. Nee, weißt du was? Ich lasse es jetzt einfach sein und hab keinen Bock mehr. Junge, ich habe absolut keine Lust, da jetzt die ganze Zeit zu bleiben, weil ich nicht weiß, was ich tun soll, weil das Spiel auch Fucks gibt darüber, ob sie dir was erklärt oder nicht. Also wäre natürlich auch geil so, wenn es einfach sagen würde, ja, rette irgendwie, warte mal, was muss ich hier, ich kann mal das erklären, schieß die Gegner ab oder so, ich muss, oder dass Leon halt sagt, ich muss die Gegner abschießen, oder bei der einen Falle, oh, diese roten leuchtenden Dinger, ob ich damit was machen kann, nein. Das habe ich vorher gesehen. Wisst ihr auch wo? Ja, da mit der Ash die Falle. Wie macht man das? Ich war verwirrt. Nee, das ist nicht das Objekt. Das ist einfach nur ein scheiß Schatz. Den brauchen wir nicht. Nun, ganz ehrlich, ich will das auch nicht machen. Aber wo soll ich dann lang? Wo auf der gottverdammten Karte kann ich dann lang? Wo? Auf der gottverdammten Karte kann ich dann lang. Nirgendwo. Okay, geil. Danke, Spiel. Das ist echt super. So, Leute, ganz ehrlich, ich gebe auf. Warum ist hier ein Gitter? Ich habe jetzt hier gerade sehr viele... Ich habe gerade hier Walkthroughs angeguckt. Das ist... Überall ist das Gitter weg. Bei mir nicht. Bei mir ist das Gitter da. Jetzt gucke ich hier nochmal die Scheiße, wie ich das jetzt schaffe. Ich weiß jetzt auch wie, ja, man muss der in der Tat anschießen. Und hoffentlich geht dann auch dieses scheiß Gitter weg. Dieses scheiß hässliche Gitter. Es macht halt leider absolut keinen Sinn, warum dann überhaupt ein Gitter ist. Oder zumindest warum es bei mir da ist. Bei niemandem ist es da. Nur bei mir. Nur bei mir. Ich check halt absolut gar nicht, warum. Warum immer ich? Weißt du, wenn bei einem das Spiel nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll, dann bei mir. Immer.
Was ist das? Ach doch, das ist doch ein Key-Item, was man braucht. Hä? Warte, kann es vielleicht sein, dass es in der HD-Version geupgradet? Was? Ich checke auch gar nichts mehr. Ich checke einfach gar nichts mehr. Ich versuche es einfach gar nicht zu verstehen. Das soll man wahrscheinlich auch gar nicht verstehen. Ich probiere es jetzt da einzusetzen und wenn das nicht geht, dann raste ich aus. Nee, ganz ehrlich, ich bin einfach nur hier, um dieses Spiel durchzuspielen. Das ist ein wunderschönes Spiel, was alle sagen, ist wunderschön. Und bei mir funktioniert es gar nicht. Zumindest wenn das jetzt da nicht hoch, wenn das Gitter jetzt deswegen. Das Spiel funktioniert, Leute. Das Spiel funktioniert. Das meinte ich jetzt gerade. Nein, ich will dem Spiel nichts vormachen. Es ist alt, aber trotzdem heißt ja nicht, dass es dafür nicht funktionieren muss. Ach, die haben eine Maske an, ja. Ach, hat's überlebt. Der ist sicher auch neu. Leon, Alter! Oh, jetzt schießt sie auch noch gegen die Maske. Immerhin lösen sie sich auf, wenn sie tot sind. Sonst würde man das halt gar nicht checken. Das ist ja wie bei ersten Resident Evil konnte man das ja auch nicht wirklich identifizieren, ob da jetzt wirklich der Zombie jetzt tot ist. Ja, doch, es geht. Ah, ich dachte gerade schon. Jetzt will ich aber erstmal wissen, ob sich auch das scheiß Gitter jetzt da geöffnet hat. Also ja, man muss in der Tat diese komischen Fallen machen, sonst hätte ich mich echt gefragt, was das, warum sollte man das machen. Es hat sich nicht geöffnet, aber da muss ich wahrscheinlich auch erst später lang. Wo ist eigentlich mein Ziel? Da muss ich nicht später lang. Oder? Hä? Was ist das denn? Ach so, geht man vielleicht underground oder so. Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Das sieht gefährlich aus. Und hier gibt es gar keinen Safe Room. Aber ich glaube, bei diesen zwei so eher, selbst wenn, dann mache ich halt nochmal diese komischen Fallen kurz und dann speichere ich aber sowas von ab. Weil, nee, ganz klar. Ja. Die Rätsel sind jetzt nicht wirklich schwer, wenn man weiß, dass man die anschießen kann. Wenn man das allerdings nicht weiß, dann ist man. Was? Ih, das sind riesige Insekten wieder. Oh, das ist wieder getroffen. Von einem Insekt. Ashley! Ey, ich bin sie wenigstens wieder los. Great. More of them. Ja, wahrscheinlich sind es die, wo sich unsichtbar machen, oder sind das neue? Ich hab keine. Ich will bereit gar nicht wissen, tatsächlich. Lol. Ey, ja, weißt du. Ja, so langsam wieder zielt. Hallo. Der zielt absolut langsam. Verpiss dich, Leiche. Ja, immerhin sterben die bei einem Schuss, zumindest beide zumindest. Fuck you. Einfach nur zwei Wörter. Fuck you. Ich will das nicht. Leute, ich hatte ja sogar noch. Das ist so scheiße. Warst du? Junge, aber absolut, das ist halt absolut schwer, die zu treffen. Dagegen kann niemand was sagen. Also jeder Resident Evil 4 Fan kann einfach sagen, kann man das umstellen, weil sonst. Guck mal, warte. So ziel ich. Also ganz ehrlich, da kann man ja gar nichts machen gegen die, dann brauche ich das Fässer.
Nehmt es übrigens nicht zu Herzen, wenn ich sage, dass ein Spiel kacke ist. Meine ich meistens nicht so. Meistens regt mich das einfach nur manchmal auf, dass ich nicht weiterkomme. Ach du Sch... Also ich könnte jetzt natürlich denken, dass ich sie anschießen muss, ist aber wahrscheinlich eh nicht so. Doch! Ach, guck mal an. Kann mir eigentlich mal jemand sagen, ob sowas auch im Real Life funktioniert? Also man sollte das nie hinterfragen, ob ein Spiel realistisch ist, weil das soll es nicht sein. Schließlich gibt es immer gute Unterschiede zwischen Spielen und der Realität. Was auch gut ist, weil wenn es so langweilige Spiele gibt wie, keine Ahnung. Also ich will jetzt kein Spiel beleidigen oder so, weil da gibt es ja echt eine Fanbase so. Nur halt so Spiele einfach. Stell dir mal vor, es würde ein Spiel geben mit so, wo du Steuern zahlen musst oder arbeiten gehen musst und es wirklich sau lange geht das Spiel, weil du halt das wäre halt, komm schon, das wird niemand von uns spielen. Vielleicht mal für einmal, Alter, das geht ein bisschen nahe. Ja, vielleicht für einmal oder so, aber sonst, das würde niemand mögen, das Spiel. Deswegen ist es auch immer gut, dass es da immer einen guten Unterschied gibt. Und ich weiß nicht, warum ich gerade der Planete, was laber ich? Es ging eigentlich ursprünglich mal darum, dass ein Spiel nicht realistisch sein muss. Und ich rede hier über ein Spiel, über die Realität. Ah ja, okay, vergesst es einfach. Dann rede ich halt nicht mehr. Rede ich halt einfach nicht mehr, mach so no commentary und weh, ich bekomme darauf wieder Aufrufe. Weil dann weiß ich, ihr hasst mich einfach. Ihr hasst meine Stimme. Und Hannigan. Oder nee, der eine Arsch. Ja. I wonder if you can see me, Mr. Kennedy. I don't even want to. If you even scratch her, I'll break your bones. First we shall see if you can make it this far. I'll be waiting. LBW-Ding. Okay, den Alchemin. Ach, da ist ja der Arsch. Da ist ja der Arsch. Ich will übrigens jetzt für die letzten paar Minuten, für die letzten Minuten kein Bion Help hören. Wenn man das jetzt noch so hören würde, Alter, so. Dann würde sich jeder so, wo bist du, Ashley? Würde einmal ein paar am liebsten so Ashley finden, damit sie einfach die Fresse hält oder erschießen. Ich meine, wer hat Ashley in dem Spiel noch nicht einmal erschossen? Ob aus Versehen oder mit Absicht, jeder hat's. Bei mir ist es bisher nur aus Versehen passiert. Zweimal, wo sie getragen wurde und einmal, wo sie da festgemacht wurde. Da wusste ich nicht, ja, dass der Schuss durchgeht. Ja, offensichtlich geht er durch. Aber würde ich auch wieder sagen, das war's mit dem Part von Resident Evil 4 und ciao.